Wiesbaden ist eine Stadt mit hoher Wirtschaftskraft und Lebensqualität. Damit das so bleibt, muss der knapp bemessene städtische Raum bestmöglich und vor allem vorausschauend gestaltet werden. Dies ist die Aufgabe des Wiesbadener Stadtplanungsamtes, das gerade an der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans arbeitet. Wie sieht das Wiesbaden der Zukunft aus? Wie werden wir wohnen und arbeiten? Wie bleiben wir mobil und sind dabei möglichst umweltfreundlich? Wie bauen wir energieeffizient, klimaangepasst und ressourcenschonend? Welche Chancen entstehen für Bürgerschaft, Politik, Verwaltung und Unternehmen in unserer Stadt? Mit diesen und anderen Zukunftsfragen der Stadtentwicklung beschäftigt sich die Veranstaltungsreihe Expertenwerk Stadt. Bei der Auftaktveranstaltung wurde gemeinsam mit Fachexpertinnen und Experten über die Arbeitswelten von morgen diskutiert. Wenn wir über die Weiterentwicklung dieser Stadt sprechen, dann ist natürlich eine entscheidende Frage, wie soll sich diese Stadt denn weiterentwickeln? Sie nehmen uns mit auf eine Gedankenreise, hoffe ich jedenfalls, zum Thema Industrie 4.0, Gesellschaft 4.0. Ist der Mensch auch schon 4.0? Wenn sich die Arbeitsformen in digitalisierten Arbeitswelten angucken, dann unterscheiden die sich radikal von den Arbeitswelten, die wir vorher hatten. Nämlich allein schon die Tatsache, dass Informationen nicht mehr herumgetragen werden müssen, aber überall verfügbar sind, verändert den Horizont von Arbeit und verändert übrigens auch die Verantwortungslage des Einzelnen, egal ob er in Produktions-, Verwaltungs- oder Wissenschaftsprozessen sich befindet, weil sozusagen diese Verfügbarkeit ihm zugerechnet wird, wenn die Unverfügbarkeit zu einem Problem wird, was zu einem unglaublichen Overload führt. Wichtig allerdings ein Paradigmenwechsel, Abkehr von einer postindustriellen Stadtpolitik, Aufbau einer urbanen, postfossilen Ökonomie. Wir haben eine fantastische Chancensituation, nicht nur im digitalen Bereich, sondern die ganze Gesellschaft wandelt sich. Wir sehen an den jungen Menschen, wie die arbeiten wollen. Also wir sehen doch all die Dinge und wir haben heute tolle Beispiele gesehen. Ich stimme Ihnen zu, eine Stadt braucht einen Plan, damit sie im Wettbewerb mit den anderen Städten die Menschen hier ansiedelt, Nummer eins. Und eine Stadt braucht einen Plan, um Industrie nicht zu verteufeln. Wir haben heute noch mal was von rauchenden Schloten gehört. Industrie ist etwas Sauberes und gibt den Menschen Arbeitsplätze. Wir müssen den Begriff Industrie mal von der Kommunikation positiver belegen, als wir das in Politik und vielleicht auch in Medien tun. Was ist Ihre Vorstellung, wie sich die Stadt Wiesbaden da entwickeln wird? Aus meiner Sicht ist insbesondere am Standort in Wiesbaden der industrielle Sektor ein ganz elementarer, den wir weiter stärken müssen. Arbeit hat ja auch eine wichtige soziale Funktion. Und das heißt, wir brauchen auch Arbeitsplätze für alle Teile der Gesellschaft. Ich denke, das war der richtige Einstieg in den Flächennutzungsplan oder in die Thematik Flächennutzungsplan. Und es ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Start, um mal in der Stadtgesellschaft anzufangen zu diskutieren, wo wir hinwollen. Das vernetzte Denken, was hier angesprochen wurde, die Frage von urbanen Stadtquartieren und nicht der Abgrenzung zwischen Wohnen und Arbeiten nebeneinander, sondern miteinander, sind, glaube ich, ganz wichtige Akzente, die hier heute Abend gesetzt wurden. Was man heute Abend mitbekommen ist, ist die erste Veranstaltung, sodass ich scheinbar zur richtigen Zeit hier in die Stadt gekommen bin. Ich finde das insgesamt aber sehr positiv, dort in Kontakt mit der Wirtschaft zu gehen und die Bedürfnisse auch abzufragen. Werden auch Sie Teil des Expertenwerk Stadt, der Veranstaltungsreihe des Stadtplanungsamtes rund um das Wiesbaden von morgen? Diskutieren Sie mit und seien Sie beim nächsten Mal dabei.